9 mm. Ein Schatz, selten, Metall, sonstiges, Zustand gut, 31 Dollar. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Schatzsuchsimulators. Ja, wir haben in den letzten Teilen ein paar Kleinigkeiten gefunden, haben aber auch festgestellt, dass hier irgendwas offensichtlich nicht stimmen kann. Weil jedes Mal, wenn wir da suchen an bestimmten Stellen, dann zeigt er erst was an. Wir können es aber nicht finden. Also meine Vermutung ist eigentlich eher in die Richtung, dass wir da eine andere Sonde für brauchen. Kann natürlich auch sein, dass das ein Bug ist. Das weiß ich nicht, denn Bugs scheint es hier noch wirklich noch genug zu geben. Die Geräusche sind teilweise auch noch etwas eigenartig, aber egal. Ja, wir laufen jetzt hier ganz einfach mal so ein bisschen durch die Gegend in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwas finden. Ja, und hier stimmt definitiv irgendwas nicht. Das ist wieder genau die Stelle, was ich vorhin sagte. Das hat hier wahrscheinlich irgendwas mit der Kante zu tun. Schade. Ja, hier das gleiche Spielchen, dass wir das nicht finden können, dass er uns zwar Alarm gibt, so von wegen hier ist was, aber ja, und das ist blöd gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil es kann nicht sein, dass ich hier ewig suche und dann nichts finden kann, obwohl der anschlägt. Also da, wo er anschlägt, da muss ich dann eben, was weiß ich, vermitteln irgendwo und dann ein bisschen tiefer buddeln oder so. Weil wir dann nicht dicht genug drankommen, dass er es deswegen nicht findet.
Ja, hier haben wir das gleiche Problem wieder. Tja. Hier auch. So, hier in dem Bereich muss das liegen. Wir kommen aber nicht dran, weil es offensichtlich zu tief liegt. So, und dass der dann ständig falsche Signale gibt, ist natürlich irgendwo daneben. Gut, was wir jetzt versuchen werden, wir gehen zum Büro. Ja, wollen wir. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Verkaufen. 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 Sind bei 119. Der würde 120 kosten. Also irgendwas müssen wir noch finden. Ja, das nehmen wir an, sobald wir dann dahin können. Aber erstmal sollten wir vielleicht zusehen, dass wir dann hier diese 340 zusammenkriegen. Oder wir machen das anders. Und, denn ich weiß nicht, ob das jetzt hier, ob der uns was bringt. Klar, unser Ziel muss sein, den hier zu kriegen. Aber ob der oder der uns was bringt, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall schon mal besser als den, den wir haben, weil der hat auch die mittlere Tiefe. Aber ob der zum Beispiel besser ist als der, das weiß ich nicht. Weil es ist noch nicht ganz, für mich noch nicht ganz klar, was hier die Unterschiede sind. Ja, man kann leider hier nicht anklicken und kann sich das anzeigen lassen. Aber egal, wir fahren noch mal zum Bayerischen See und gucken, ob wir da was finden. Vielleicht war das ja jetzt auch ein Bug, der sich von alleine reguliert hat. Mit den falschen Signalen. Das heißt, wir wissen ja noch nicht mal, ob das falsche Signale sind. Aber das heißt, wir werden jetzt erstmal damit sind uns die 120 auf jeden Fall schon mal sicher, egal was wir hier finden. Das sieht aus wie ein Kronkorken. Müll, jawohl.
Da haben wir was. Was ist das? Aha. Rarität außergewöhnlich, aus Gold. Guter Zustand. Ein Dukat. Wow. So, da haben wir auch was. Was ist das? Könnte man eben so nicht erkennen. Ein Metallverschluss. Müll. Okay. Ja, ist aber auch wieder ein Dollar, der uns unserem Ziel. Was näher bringt. Ich glaube, hier hatten wir schon mal was gefunden, ne? Metalllasche, auch Müll. Hier kommen wir nicht durch. Müssen wir hier rumgehen. Haben wir was? Nagel. Da haben wir was. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Identifizieren. Ein Schatz, selten Eisen, gut erhalten, Wert 16. Also um nach Gettysburg zu kommen, haben wir definitiv schon mal genug gefunden, um das Geld für die Reise zusammenzukriegen. Ich laufe hier absichtlich so ein bisschen im Zickzack.
Ja, hier ist eine Bank. Da hat wahrscheinlich einer seinen Kronkorken weggeschmissen. Vermute ich mal. Kann natürlich auch was anderes sein. Da ist ein Knopf. Knopf, Müll. Okay. Jetzt laufe ich mal hier so lang. Da ist was. Oh. Auch ein Nagel oder irgendwie sowas. Nein. Ein zerstörtes Metallstück. Ist ein Schatz. Rarität ist normal. Aus Eisen. Zustand ist annehmbar. $11. Da haben wir was. Das graben wir aus. Was ist das denn? Das sieht mir aus wie eine Patronenhülse. 9 mm. Ein Schatz, selten, Metall, sonstiges, Zustand gut, $31. Und wir haben das nächste. Da. Flaschenverschluss, sprich Kronkorken. Okay, dann gehen wir mal wieder Richtung Weg zurück. Und hier haben wir wieder das Problem. Was wir schon mal hatten. Aber jetzt haben wir ja was. Komisch. Naja, wie gesagt, er soll ja angeblich jedes Mal die
wenn man auf die Karte geht, das zufällig generieren, wo hier was liegt. Hier was finden wird das wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher Müll sein. Weil hier im Bereich der Häuser kann es natürlich immer mal sein, dass einer einen Kronkorken oder ähnliches wegschmeißt. Ja, oder wie in dem Fall, Nagel. Gut, damit sind wir aber am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge wollen wir dann mal zusehen. Das war deinen ganzen Kram verkaufen und mal gucken, ob es dann reicht schon für die große, für die 340 Euro teure Sonde. Ich glaube es eher nicht. Aber vielleicht können wir dann ja nach Gettysburg reisen und da mal ein paar interessante Sachen zusammensuchen. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.